Willkommen zurück, wir sind hier in Mexiko in der Finca de Full Send. Alle Mann am Start, Schlappen, Fett, Ette wieder mal am Arbeiten. Hier wird heute gesendet. Schaut euch mal diese Creep an, das ist ja wirklich geisteskrank. Sprünge, wohin das Auge reicht, à la Bonheur. Was sind das für Sprünge? Ein Sprung hier, ein Sprung da. Wir haben gestern noch überlegt, was wir heute machen sollen. Dann sind wir in die Creep gekommen und es sind einfach Jumps überall. Hier kann Alter. Man sich wirklich schon den Bizeps aufpumpen und wenn man keinen Bock mehr hat, dann sind das einfach hier reingefetzt. Ah, Junge! Alter! Oh, Mann. Da wollen wir sehen. Hier ist Full angesagt. Es wird hier auf jeden Fall eine Menge Action geben. Da das ein etwas ungewöhnlicher Spot ist, muss man sich auch ungewöhnlich aufwärmen. Ja, so wollen das die Besitzer auch. Yes. Also hier gibt es nur dicke Jumps, das heißt man muss sich mit solchen Sprüngen hier aufwärmen. Oh, ja! Alter, knappes Ding. Was preppst du da gerade? Diesen Armsprung hier, und zwar kann man hier am Dach anwenden und sich hier rüberschallern. Deshalb habe ich mir jetzt diesen Sessel hier hingestellt. Und ich sag's euch, Leute, ich muss schon kacken. Aber da wir hier direkt bei uns zu Hause sind, ist das natürlich kein Problem. Ja. Ich setze mich gleich mal auf die Schüssel. Einmal noch kurz rein, dann packen wir uns dann noch an. Yeah. Yeah. Das ist der Pigmenting. Fuß. Sehr weit das Ding. Geil. Boah, das ist ein dickes Ding. Ich gehe jetzt direkt rein in die Preps. Der Domi macht jetzt mal den Armsprung von drüben hierher. Yes. Geil. Na gut, dann schauen wir uns mal das dicke Ding an. Den Arm muss ich glaube ich zwei, dreimal noch machen, dass ich mich schön aufgewärmt fühle. Und ich glaube, dann sollte ich mich da einfach mal in den Splat ballern und dann direkt in den Armsprung. Okay, ich hab Bock. Ja Mann, ja Mann. Ja! Ja! Geil! Da ist er! Alter, locker hat er den gemacht. Ja, easy beim nächsten Versuch, den Armsprung. Ha, come on, Alter. So, als nächstes das gleiche nochmal, nur anhalten. Der nächste ist es. Ready. Ja! Yes! Das ist mal wieder. Geil! Yes! Der Running Arm ist im Kasten, der hat mich seit gestern schon beschäftigt. Der Sprung an sich ging eigentlich ziemlich gut und ich bin hyped, jetzt hier noch ein paar Challenges abzuhacken. Ja, ja, ja. Fuck. Yeah. You got it easy, Orlando. Yes! Come on! So sick! Alter, hier wurde aber wirklich auch an alles gedacht in diesem Airbnb. Das ist das Ding, und zwar von hier darüber. Das heißt, das wird sich direkt angeschaut und gleich gesendet. Yes! Easy! Alter, das hat ja locker ausgeschaut. It's too hot in here. It's way too fucking hot. How are you in a shirt? Alter, der Klaus jagt sich direkt jetzt in den Running Pre rein. It's just the moment with the fin take off, but yeah. I found this thing a little bit annoying, but it's completely fine. I think you just have to ignore it and yeah, it won't affect you. And dieses Ding hier extra schon präpariert, dass man hier schön anwenden kann. Oh, easy! Yeah. Schaut ein bisschen weit aus. Habibo, der ist nichts für dich. Leicht, ja, okay. Ja. Komm, Fedor. Yes! Yeah. Perfekt! Lovely, jovely. Rein ins Maul mit euch. Yes.
Fredo äugelt sich gerade den Plyo hier an. Der Fredo will hier anrennen und sich hier rüber schmeißen, um das Ganze zu preppen, geht es jetzt in den Pool. Also so ein Prep hat man auch nicht alle Tage. Yes! Gerade abgemessen, es sind an die 13 Fuß. Ich werde jetzt die Weite einmal hier machen und dann gehe ich rauf, schaue es mir an und dann ballere ich das Ding. Wenn ich bis zur Pflanze komme, sieht das locker aus. Sieht locker aus. Ja, also auf jeden Fall, Bro. Ja, bin halt schon richtig überhitzt. Kurz warten im Kühlen und dann ja, rauf. Ja, ja. Nochmal anders geklappt, wenn man hier oben steht. Bounce mal nicht unbedingt nehmen und ich muss schon Vollgas geben. Ja, komm, Bro. In den Känguru-Modus. Ja. Crane, aber das sah trotzdem safe aus. Alter, wie war der jetzt? Gut gesaved aber noch. Ich habe mich einfach nicht getraut, so voll die Power zu geben. Aber ich glaube, jetzt traue ich mich ein bisschen mehr und wenn ich ein bisschen mehr habe, dann komme ich rüber. Definitiv, Bro. Yes! Chillig! Also der ging ja jetzt wirklich richtig gut. Ja, durchgejackert. Jetzt geht's ab in den Pool. Was ist der Plan, Jan? Da voll in den scheiß Pool jetzt von hier rein. Alter, schaut sie euch an, den jungen Adonis. Rein mit dir. Der alte Germane will sich jetzt von hier direkt ins Wasser schmeißen. Da sehe ich dich sowas von drin. Jetzt an mit der Warnweste und rein in das Vergnügen. Ach, sicher gehen, dass hier alles aerodynamisch ist. Glatt ist der Focke. Was man hier im Video vielleicht nicht sieht, dass hier noch drei Stiegen, wenn jemand zusätzlich noch fliegen muss. Das ist sowas von sicher. Ja! Geil! Oh, der hat so krank am Kopf gezogen. Der Jan hat anscheinend eine richtige Hinterkopfschelle kassiert. My safety vest just stopped me so quickly, that my head bumped like this. Alter, hat ja wohl gemacht. Oder? Ja, ja. So auf den Kopf gezimmert, obwohl ich nichts berührt habe, weiß nicht. Alter. Da muss man dazu sagen, das ist wirklich ein dicker Jump, weil man muss diese Treppen hier im Wasser noch clearen. Also das ist schon eine ordentliche Distanz. So, wir haben noch einen kleinen Armsprung hier entdeckt. Ziemlich ekelhaft, weil der schräg ist und zu einem Gitter hin. Das heißt, man muss ganz genau mit den Fingern reintreffen. Zwar von hier darüber. Vor dem Armsprung gibt es noch ein kleines Leckerli für euch. Und zwar will der Jaspek das Brett ins Pool machen. Oh, das wird sicher absolut schmerzhaft. 3, 2, 1, Yes! Alter, oh, der ist techy. Sehr wild. Geil. Oh, das hat sich wie ein richtiger Indiana Jones Armsprung angefühlt. Und jetzt kriege ich langsam auch richtig Bock auf den Pool, Alter. Mir ist so heiß. Ja. Oh, ich bin schon rot im Gesicht, oder? Das ist echt rot. So, es geht jetzt direkt ins Wasser. Wir sind komplett überhitzt. Es wird Zeit für den Eisblaster. Bisschen mental ist es für mich schon, aber wenn du ihn vorballerst, dann ballere ich ihn auf jeden Fall nach. Ihr wisst, ich bin der absolute Schisser, wenn es ums Wasser geht, aber irgendwie glaube ich, dass ich mich dem Move traue. Es verunsichert mich nur. Boah, der Arsblaster, der ist schon mental für mich. Wir haben jetzt ausgemacht, der Domi ballert ihn und wenn er ihn macht, dann mache ich ihn auch und dann ist der Klaus als nächster dran. Ha? Klaus is next. Klaus is next. Ah, guys, I don't know why, but I'm scared now. Just send it, Domi. Ah, I'm scared. Alter, komm, ah, fuck. Go, go, go. Atmen muss es. Oh. Yes! Alter, gleich noch einen, der hat nicht genug gescheppert. All on the floor, smack that. Give me some more, smack that. Oh. Alter, klatschen muss es am Loch. 3, 2, 1 und. Ja! Yes! Alter, der war geil! Boah, da ist ein Ah, der hat auf jeden Fall geklatscht. Alter, ich habe jetzt richtig Schiss von meinem. Da kriegst du eine Faust für. Das denke ich aber schon. Ich glaube, die lassen wir jetzt wieder. Fühlt sich an wie eine tote Max-Cameo-Schelle auf der Sonnenbrand drauf. Fredo ist der Nächste, der das Vergnügen hat. Komm. Rein mit dir. Das ist wirklich ein Männer-Send. Weil der weiße Boy dann wehtut, dann schön laut spritzt, alles was ein Mann drauf. Da klatschen muss es. Lass das Ding klatschen, komm! Zack, komm, klatschen! Oh. Ah. That was a really good technique. Ah, das hat gebracht. Das wollen wir hören. Ah,
Es hat so geklatscht. Bin trotzdem am Boden leicht angekommen. Dafür gibt's der Faust. Das ist die Männlichkeit, Freunde, Digga. Danke. Jetzt will ich aber von dir auch noch ein bisschen sensen. Was habe ich da gehört? Der Klaus schmeißt sich da auch noch rein. Oh mein Gott. Katsche Buset. Ja, ja, ja. Komm, du geile Schluder. Komm. Ah, der hat geklatscht. Oh. Yes. Fredo Sunburn ist da. Fredo bleibt jetzt lieber hier im Schatten, ich werde das Filmen übernehmen. Das sieht gar nicht gut aus. Das fühlt sich auch nicht gut an. Und der Jan ist schon in der Safety West, das ist immer ein gutes Zeichen. Ich weiß, du hast Sonnenverbot, aber meinst du, du könntest für ein paar Minuten da das Kabel runterdrücken? Kriegen wir da eine Ausnahme? Komm, Indiana. Der ist es. Yes! Ja! Problem? What's the challenge? Der Tommy versucht sich gerade aufzuwärmen und zwar mag er hier Hördel drüber machen. Gleich rein, oder? Mal schauen, Digga, Alter, mein Gesicht ist so rot schon. Ich glaube, meins ist so rot. Yeah, that's the same. Let's go. Ja, yeah, easy. Ich kacke. Yes. Let's go. Ah. Ah. Yes, easy. Ich glaube, die beiden haben das auf jeden Fall locker. This looks like something completely different, I don't know. Let's go. Die Beine sind aus Stahl, Leute. Ja. Boah. Alter, rauf und gleich reinlaufen. Wieder Brett. 3, 2, 1, and go. Yes. So, der Plan ist jetzt, dass die beiden sich da nacheinander runterjagen. Bist du auch drinnen in der Party? Alter, komm direkt als Dritter hinterher. Ja? Ich geb den Startschuss. Die magische Dreier-Kombi, Roofless, Fett und Schlappen. Let's go. Yeah. Ready, guys? Yeah. Yeah. 3, 2, 1, let's go. Yep, go, Lando. You going on? Yes! Yeah, da ist es! Alter, rein in den Busch! So many preps. Terrible idea. Ah. Good. Fast. Alter, das sehe ich mich aber auch drin, den Bubi ich auch mal. Ja. Oh, Alter. Guten Morgen. Gerade aufgestanden. Wir sind gerade am Reinigen der Wände. Das geht hier perfekt ab, da das so eine Poolfarbe ist.
Sparend weiß ist sie wieder. Blanco, blanco. Alter, sowas von blank. Hier die Stühle noch beiseite räumen. Und dann kann hier die nächste asoziale Gruppe einziehen. Was waren das für wilde Tage in diesem Airbnb? Alter, Bock gemacht. Heftige Jumps geballert, eine Menge Spaß im Pool gehabt. Der wird gerade gereinigt vom El-Jefe. Hola! Como estás? Das war eine richtig geile Zeit, bestes Airbnb. Es kommen noch richtig kranke Actions auf euch zu. In dem Sinne, nicht vergessen zu abonnieren, liken, kommentieren und wir sehen uns im nächsten Video. Alter, da kommt noch einiges. Und immer lang machen, das Ding. Mach einem long. Wir sehen uns im nächsten Video, amigos. Te vamos a ver en el próximo video. Adios, hasta luego.